Leute, es kam die Frage auf, wie kann man Floating Camps bauen oder Sachen entfernen, die man die im Weg stehen. Und sonstiges haben wir diese Stege zum Beispiel. Da können wir eine Wand dran befestigen. Und dann machen wir dort die Decke hin. Diesen kann ich jetzt jederzeit entfernen und habe sowas jetzt hier schwebend. Okay, ich baue noch mal kurz das Dach. Ab und zu hat das so. Machen wir mal das Dach noch. Und das habe ich schon gebaut. Einmal weg. Einmal hin. So, hier kann ich auch dann. Hier kommt die Meldung. Genau wie da vorne. Aber jetzt kann ich, da ich die ganzen drei Dächer gebaut habe, auch da ich es hier gemacht hat, und hier kann ich dann auch jederzeit wieder Flachdach oder eben ein schräges Dach machen. Jetzt zum Beispiel eine Treppe entfernen. So. Wenn ich jetzt oben da einen Boden drauf baue, und er loadet, sagt er mir nein, weil ich zuerst den wegnehmen muss. Und jetzt den. Aber dann gehen wir wieder unter Sonstiges. Nicht Wanddekor, Sonstiges, so. Jetzt haben wir hier unsere Menüs, unsere Laufstege, ja. Jetzt machen wir gehen wir zu den Treppen. Zack, ich habe die Treppe. Ich kann diesen Laufsteg wegnehmen und die Treppe bleibt da. Wenn ich aber jetzt hier oben einen Boden dran befestige, muss ich aufpassen, da das Ding in der Luft ist und jeder Boden kann ich dann später nicht mehr versetzen, nicht drehen oder so, nur noch durcheinander. Aber wir können es ja hier wieder machen. So, wir haben da jetzt ein Fenster, Laufsteg, Entschuldigung. Jetzt setzen wir hier unsere Wand hin. Entfernen den Laufsteg. So, jetzt haben wir den da so stehen. Jetzt haben wir hier, richtig, war zu dieser Seite. Entschuldigung, Leute. So, jetzt haben wir das wieder so stehen, wie wir es wollten, in der Luft. So können wir uns auch diese Wände, diese Schrägwände hinstellen und so haben wir jetzt, dass dieses Element jetzt schräg in der Luft ist. Der kann auch weg. Hier können wir jetzt auch wieder mit ersetzen. Sehen wir jetzt mal hier. Jetzt haben wir diesen so in der Luft und können dann jeweils ersetzen, wie wir den gebrauchen. So können wir also Dächer setzen und sie später wieder entfernen. Ich hoffe, es hat die Frage beantwortet. Schönen Tag noch.